Hey Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um das Basenfasten und wie wir am effektivsten unseren Körper entsäuern können. Vor jeder typischen Ernährungsumstellung sollten wir das Basenfasten heranziehen. Das bedeutet, wenn wir zum Beispiel in eine Diät gehen, wenn wir uns mal vegetarisch, vegan ernähren wollen über einen längeren Zeitraum, ganz egal was, wir sollten erstmal versuchen, auf eine basische Ernährung umzusteigen, um unseren Körper erstmal komplett zu entgiften. Dieses Video ist sehr umfangreich, deswegen ist es in mehrere Kapitel unterteilt. Über die Timecodes in der Videobeschreibung könnt ihr zu den einzelnen Kapiteln springen, falls ihr euch das ganze Video nicht anschauen wollt. Wenn wir unsere Ernährung umstellen wollen, wir gehen zum Beispiel in eine Diät und verzichten auf Fette, verzichten auf Kohlenhydrate oder wir werden vegan, wir werden vegetarisch, ganz egal was, wenn wir unsere Ernährung grundlegend umstellen wollen, empfehle ich jedem an dieser Stelle mal eine Woche lang sich rein basisch zu ernähren, um den Körper komplett zu entsäuern. Wir drücken quasi den Reset-Knopf und schalten unseren Körper auf Werkzustand zurück. Gerade hier in der westlichen Welt, in Deutschland, ernähren wir uns stark säurehaltig. Wir müssen aber eine Balance finden zwischen Säuren und Basen. 80% unserer Ernährung sollte jetzt aus Basen bestehen und nur 20% aus Säuren. Das ist aber sehr schwer, gerade ich bin Kraftsportler, ich mache es mal ein Beispiel von mir deutlich. Will deswegen viel Eiweiß zu mir nehmen, um eben Muskeln aufzubauen. Deswegen esse ich am Tag 200 bis 250 Gramm Eiweiß, hauptsächlich bestehend aus Fleisch oder zum Beispiel Quark, alles komplett säurehaltig. Dann, das kennt jeder, nach einer deftigen Mahlzeit, da will man sich dann mal was Süßes gönnen, vielleicht ein Stückchen Schokolade, es beinhaltet Zucker, säurehaltig. Und das Allerschlimmste, Koffein, der absolute Basenkiller, das ist komplett säurehaltig. Und ganz egal, was an Koffein, Kaffee, Energy Drinks, Pre-Workout Booster, die ich mir reinfahre, alles komplett säurehaltig. Deswegen müssen wir eben quasi diesen Reset-Knopf drücken, um unseren Körper mal wieder neu auszurichten. Man muss dazu sagen, eine Übersäuerung kommt nicht nur durch die Ernährung zustande. Andere wichtige Faktoren sind Stress, Schlafmangel, Rauchen, Flüssigkeitsmangel, Bewegungsmangel oder natürlich Drogen. Was ist die Folge davon? Gerade bei mir merke ich Gelenkschmerzen, Entzündung, Muskelverspannung und Verhärtung im Training. Und natürlich geht da auch das Training nicht so optimal weiter, wie man sich es gerne wünschen würde. Das Ganze kann natürlich auch chronisch werden und dann sehen die Symptome schon krasser aus. Zum Beispiel Gicht, Rheuma, Antriebslosigkeit, Lustlosigkeit, das kann sogar in Depressionen überschlagen, eine unreine, trockene Haut oder sogar Haarausfall. Wir haben schon mal gelernt, es gibt Säuren und es gibt Basen. Diese müssen in einer gewissen Balance zusammenstehen. Welche Lebensmittel darunter fallen, dazu kommen wir gleich nochmal. Aber es gibt auch neutrale Lebensmittel, die eben keine Auswirkungen auf die Säuren-Basen-Balance haben. So zum Beispiel kohlensäurefreies Wasser, ganz wichtig, ohne Kohlensäure. Oder naturbelassene Fette, zum Beispiel Kokosfett, ganz normal Öle, Walnüsse oder auch sogar grüne Bohnen. Durch die Übersäuerung wird auch unser Immunsystem in Mitleidenschaft gezogen. Antikörper können nicht mehr richtig hergestellt werden, dadurch gehen uns die Abwehrkräfte verloren. Nächster Nachteil, durch die Übersäuerung ist unser Nervensystem quasi einer dauerhaften Stresssituation ausgesetzt. Die Folge? Wieder Depression. Was ist die Lösung für all diese Probleme? Das Basenfasten. In dieser Zeit ernähren wir uns 100% basisch, komplett ohne Ausnahme, nur basische Ernährung. Dieser Zeitraum kann jeder selbst bestimmen, wie lange er den durchführen möchte. Ich würde allerdings nicht über 8 Wochen gehen, denn auch auf die Säuren sind wir angewiesen. Die brauchen wir auch. Deswegen, man sagt immer so, nach 3 Tagen ist der Körper komplett entsäuert. 3-4 Tage. Weniger bringt überhaupt nichts. Also das solltet ihr mindestens einhalten. Ich fahre immer mit einer Woche ganz gut. Das kann man auch ganz gut teilen, dass man sagt, ich weiß nicht, man beginnt samstags, endet samstags beispielsweise. Und dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite, dass die Säuren komplett rausgeschwemmt sind. Gerade Sportler sollten nicht zwingend höher gehen, wenn sie nicht wissen, wie sie ihr Eiweiß andersweitig sonst zuführen. Du bist, was du isst. In diesem Sinne streichen wir in der Fastenzeit Rauchen komplett, Alkohol, Zucker, jegliche Art von Süßstoffen, Zero-Getränken und so weiter fallen auch weg, damit wir mal alle Abhängigkeiten loswerden. Jegliche Form von Supplements, die irgendwie was mit dem Muskelaufbau oder so zu tun haben, auch diese Abhängigkeit, für eine Woche müsst ihr euch da echt keine Gedanken machen, komplett weg. Kohlensäurehaltige Getränke fallen auch weg. Tierisches Eiweiß komplett, ihr merkt, wir gehen auf die vegane Schiene über. Und kurzkettige Kohlenhydrate, so zum Beispiel Weißbrot, Süßigkeiten, wo eben natürlich auch wieder der Zucker drin ist und so weiter. Machen wir es uns einfacher, was ist eigentlich erlaubt? Im Prinzip Obst und Gemüse. Also ihr merkt, Fruchtzucker geht durch, aber auch bei Gemüse müsst ihr wirklich vorsichtig sein, wenn ihr jetzt durch den Supermarkt lauft und dann gibt es ja zum Beispiel Tiefkühlgemüse, es gibt Gemüse, Bohnen, Erbsen und so weiter in Dosen, in Gläsern. Und wenn man da mal hinten drauf schaut, überall stehen natürlich die Inhaltsstoffe mit drin, fast überall ist Zucker mit drin.
Und das geht dann natürlich auch nicht. Deswegen müsst ihr leider in dieser Woche fast komplett, außer ihr findet irgendwas Passendes, fast komplett auf Rohkost umsteigen. Ihr merkt, es ist komplett vegan und sogar noch ein bisschen krasser, denn auch Reis beispielsweise fällt weg, auch Haferflocken fallen weg, denn auch die sind säurehaltig. Was wiederum geht und wirklich ein richtig, richtig gutes Lebensmittel ist, sind auf jeden Fall Kartoffeln, auf die ihr zurückgreifen solltet. Ich habe euch für dieses Thema auf meiner Webseite wieder einen Artikel zusammengestellt. Da könnt ihr einfach drauf zugreifen, wenn ihr dem Link in der Videobeschreibung folgt. Und dort könnt ihr auch eine PDF-Datei runterladen, wo ihr nochmal eine detaillierte Säuren-Basen-Tabelle seht, wo ihr genau wisst, die Lebensmittel gehen. Die Lebensmittel gehen nicht, um das Ganze zu vereinfachen. Was wir vor allen Dingen brauchen, sind Mineralien, Vitamine, Spurenelemente, Ballaststoffe und ungesättigte Fettsäuren. Und genau das bekommen wir eben durch unser Obst und Gemüse. Und dazu wird unser Körper nicht nur entsäuert, sondern auch noch entgiftet. Kommen wir als nächstes zu den Getränken. Bevor wir damit anfangen, was nicht erlaubt ist, machen wir es kurz und sagen lieber, was erlaubt ist, dann sind wir schneller fertig. Und zwar im Prinzip Wasser und Tee. Wasser aber nur ohne Kohlensäure. Und Tee darf kein Koffein enthalten und er muss natürlich ungesüßt sein, auch nicht mit Süßstoff, alles verboten. Das bedeutet auch grüner Tee und schwarzer Tee fallen weg, weil sie eben Koffein enthalten. Ich empfehle verstärkt einen basenstärkenden Tee, das ist extra für die Säuren-Basen-Balance, kann man sich überall in jedem Lebensmittelmarkt kaufen. Oder aber einen Brennnesseltee, denn der entwässert noch so ein bisschen und man fängt dadurch auch ein bisschen an zu schwitzen. Und Säuren können besonders gut über die Haut oder über die Lunge abtransportiert werden, also bei körperlicher Aktivität oder aber wenn ihr schwitzt. Außerdem kann in dieser Zeit der Mixer zu eurem besten Freund werden, denn Säfte könnt ihr euch natürlich selbst pressen. Einfach das Obst frisch gepresst verwenden, auch nicht irgendwie Säfte kaufen, auch wenn da steht, kein Zucker drin oder sonst was. Nein, nur frisch gepresster Saft ist erlaubt. Und was ich sogar zwingend empfehle, ist zweimal am Tag eine Zitrone in Wasser auszupressen und das dann eben zu trinken, weil eben auch Zitronen stark basisch sind. Ich wiederhole es nochmal, auch alle Zero-Getränke sind tabu, auch wenn sie keinen Zucker oder keine Kalorien haben, lasst sie weg, verliert einfach mal eure Abhängigkeiten zu dem Ganzen. Und natürlich auch Proteinshakes, selbst BCAAs, alles weglassen, auch wenn es pflanzlich ist, komplett auf Supplements verzichten. Wer jetzt nicht der größte Fan von Gemüse ist, wie ich zum Beispiel, der kann trotzdem auf Gewürze zurückgreifen, damit lassen sich wirklich Wunder bewirken. Also zum Beispiel Salz geht, Pfeffer geht, Curry geht oder einfach Gemüsebrühe ein bisschen mit Wasser anrühren, solange kein Zucker drin ist, alles kein Problem. Auch Kräuter wie Dill, Basilikum, Schnittlauch, Petersilie oder Minze sind natürlich erlaubt und sind sogar sehr gut, denn sie sind wirklich mineralstoffreich und auch stark basisch. Ein Problem noch, Vitamine, Enzyme, ätherische Öle oder mehrfach ungesättigte Fettsäuren sind alle hitzeempfindlich. Das bedeutet, gerade in dieser Zeit sollten wir das Gemüse nicht totkochen, weil wir eben auf die Inhaltsstoffe angewiesen sind. Und alles über 70 Grad Celsius zerstört eben hauptsächlich diese Inhaltsstoffe. Deswegen versucht darauf zu achten, das Gemüse nicht zu kochen. Ich kenne das selbst, manchmal führt einfach kein Weg an der Mikrowelle vorbei, aber seid euch bewusst, die Mikrowelle beschädigt die Zellstruktur und damit vernichtet sie quasi auch ätherische Öle, also auch den Geschmack, den Geruch und so weiter. Deswegen, wenn ihr mal auf der Arbeit auf die Mikrowelle zugreift oder einmal am Tag, mein Gott, da führt kein Weg dran vorbei, wir müssen ja irgendwie alle zu unserem Essen kommen. Aber versucht es nicht zur Gewohnheit werden zu lassen, dass ihr euch quasi den ganzen Tag über durch Mikrowelle ernährt, also immer alles mit der Mikrowelle warm macht. Jetzt gibt es noch ein paar Tipps, wie ihr noch schneller eure Säuren loswerden könnt. Und eine wichtige Rolle dabei spielen die Nieren. Aber die Nieren funktionieren nur dann, wenn sie ausreichend Flüssigkeit in Form von Wasser bekommen. Das bedeutet, ihr müsst unbedingt in dieser Zeit ausreichend trinken. Und zwar mindestens 1 Liter Wasser pro 20 Kilo Körpergewicht. Sprich, ihr wiegt 60 Kilo, trinkt ihr 3 Liter Wasser. Außerdem, ich habe es schon angesprochen, wenn wir unseren Stoffwechsel ein bisschen antreiben, durch körperliche Bewegung, ganz egal was, werdet ihr die Säuren auch schneller los. Deswegen in dieser Woche jeden Tag körperlich betätigen. Ihr müsst euch jeden Tag extrem krass 2 Stunden voll durchpowern im Fitnessstudio. Haltet da einfach so eure Routine, aber geht beispielsweise jeden Tag einfach mal spazieren. Oder benutzt einfach mal nicht die Rolltreppe oder nicht den Fahrstuhl, sondern ganz normal die Treppe. Versucht euch einfach ein bisschen mehr und aktiver zu bewegen, auch einfach an der Luft zu bewegen. Und wie gesagt, Schwitzen hilft sowieso. Deswegen noch ein super Tipp. Geht vielleicht in dieser Zeit auch einfach mal in die Sauna. Auch hier könnt ihr die Säuren super rausschwitzen. Auf diese körperliche Aktivität will ich jetzt noch mal ein bisschen stärker eingehen. Auch Cardio ist auf jeden Fall vorteilhaft, einfach damit ihr euer Herz-Kreislauf-System stärkt
und auch euer Binde- und Stützgewebe. Aus der Lunge wird dabei Kohlensäure ausgeatmet und aus den Muskeln wird Milchsäure abtransportiert. Und das ist dann quasi eure Entsäuerung. Worauf ihr noch achten müsst, übertreibt es nicht mit dem Training. Das hat jetzt nicht direkt was mit der Entsäuerung zu tun, sondern einfach generell. Denn wenn ihr ins Übertraining irgendwann kommt, was natürlich auch schlecht für euer zentrales Nervensystem ist, auch wieder Stress ausschüttet und so weiter, dann kommt es auch zu lokalen Übersäuerungszuständen in eurem Körper und die Muskeln verhärten einfach. Ich empfehle jetzt, dass ihr mindestens einmal im Jahr eine solche Übersäuerung durchführt oder dann, wenn ihr grundlegend eure Ernährung umstellt oder dann, wenn ihr einfach mal Abhängigkeiten ablegen wollt. Selbst dann, wenn ihr diese beschriebenen Symptome von einer Übersäuerung vielleicht nicht verspürt, kann es trotzdem sein, dass euer Körper übersäuert ist. Euer Körper ist verdammt schlau, der schafft es einfach immer, das alles zu regulieren und euch fällt es dann selbst überhaupt nicht auf, aber euer Körper hat die Arbeit damit. Und wenn ihr dann trotzdem mal die ganzen Säuren einfach rausspült, ob ihr die jetzt spürt oder nicht, danach kann einfach euer Körper wieder besser arbeiten, euer Immunsystem ist besser, ihr fühlt euch vitaler, ihr fühlt euch fitter. Es bringt euch auf jeden Fall etwas. Wenn ihr aber trotzdem jetzt diese Übersäuerung vielleicht mal messen wollt, dann durch die folgenden zwei Punkte. Entweder ihr lasst euren pH-Wert beim Arzt messen und anschließend wird dann diese Messung im Labor ausgewertet. Dazu muss ich aber sagen, das ist natürlich die genaueste Variante. Es ist aber extrem teuer und lohnt sich auf gar keinen Fall, wenn ihr nicht richtig krass diese Symptome irgendwie spürt oder sowieso schon darunter leidet. Oder aber ihr macht eine Urin-pH-Wertmessung mit Teststreifen, die ihr einfach in der Apotheke bekommt. Da müsst ihr darauf achten, dass ihr das so ungefähr 7-mal täglich durchführt und das Ganze auch über mehrere Tage. Aber da gibt es genauere Guides nochmal im Internet, wie ihr das machen könnt oder auch in der Apotheke. Informiert euch da ganz einfach, damit auch diese Werte ungefähr kumuliert werden, zusammengezählt werden und ihr einen Durchschnitt ermittelt, um zu sehen, ob ihr übersäuert seid, weil das ist natürlich auch immer von der Mahlzeit abhängig, die ihr gerade zu euch nehmt. Was ist aber jetzt eigentlich der pH-Wert? Der liegt in unserem Blut zwischen 1 und 14. 1 bedeutet stark sauer, 7 ungefähr, also die Mitte, bedeutet neutral und 14 bedeutet, ihr seid stark basisch. Das vorgeschriebene Optimum liegt jetzt bei 7,4, also dass ihr quasi wirklich ausgeglichen seid zwischen Säuren und Basen. Aber ihr müsst euch das dennoch wie ein Pendel vorstellen. Ein Pendel läuft immer von links nach rechts. Ihr könnt jetzt beeinflussen, dass dieser Pendel etwas weniger schwingt. Aber ihr schafft es nie, diesen Pendel anzuhalten. Also es wird immer ein bisschen variieren und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Aber es soll einfach nicht so extrem krasse Ausschläge machen zu 1 oder zu 14 quasi. Aber dennoch in dieser Woche oder in dieser Fastenzeit wollen wir uns komplett rein basisch ernähren. Wie gesagt, unseren Körper zurück auf Werkzustand schalten. Warum aber nicht für immer basisch ernähren? Auch unsere Säuren brauchen wir und zwar für unsere Hormone und unsere Enzyme. Und die Elektrolyten werden in unserem Körper nur durch die Säuren gleichmäßig im Organismus verteilt. Ohne Säuren kann zwischen unseren Zellen kein Gewebe aufgebaut werden. Also Auf- und Abbauprozesse laufen einfach nicht optimal ab. Wenn ihr natürlich jetzt mal einen kompletten Tag nur Fleisch esst oder nur durchcheatet, Zucker rein, ich will es natürlich nicht verharmonisieren, aber das ist dann auch nicht schlimm, wenn es einmal so einen Ausschlag gibt. Kein Problem, aber wenn sich eure Ernährung langfristig an einen solchen Zustand anpasst, dann habt ihr ein Problem und dann kommt es früher oder später zu solchen Symptomen und auch dann kann es chronisch werden. Daher nochmal meine abschließenden Worte. Ihr könnt auch in einem gesunden Gleichgewicht zwischen Säuren und Basen leben, wenn ihr Fleisch esst, wenn ihr Quark esst, wenn ihr sehr eiweißhaltig esst. Ihr müsst dann natürlich nur auf der anderen Seite auf eure Basen achten und genauso viel Obst und Gemüse zu euch nehmen. Wie gesagt, das optimale Verhältnis liegt bei 80% Basen, 20% Säuren. Versucht einfach mal so eine Woche Fasten durchzuhalten. Es wird auf jeden Fall sich bemerkbar machen. Ihr werdet euch fitter und vitaler fühlen. Eins muss dazu noch gesagt sein. In den ersten 2, vielleicht 3 Tagen können sich die Symptome, falls ihr welche spürt, sogar verschlimmern. Bei mir ist es immer so mit der Müdigkeit, Lustlosigkeit, Antriebslosigkeit. Natürlich verzichte ich auf Koffein, dadurch falle ich schon in ein Loch. Und weil in den ersten 3 Tagen die Entsäuerung auf Hochtouren läuft, alles rauskommt, seid ihr noch ein bisschen abgeschlagener, niedergeschlagener. Aber zieht's durch, gerade dann heißt es dranbleiben, denn das ist ein gutes Feedback für euren Körper. Und dann heißt es noch den 4., 5. Tag durchhalten. Ihr werdet euch auf jeden Fall schon besser fühlen. Und ich finde, gegen Ende ist das gar kein Problem mehr. Da hat man sich da so dran gewöhnt. Da könnte ich auch noch eine Woche weitermachen. Das ist dann kein Act mehr. Also versucht es durchzuziehen und bleibt einfach dran. Damit sind wir am Ende vom Video angelangt. Warum dieses Thema? Auch in Zukunft möchte ich immer mehr auf Diät-Hacks eingehen. Wie ich das bei mir mache
um schnell und effizient Körperfett zu verlieren und trotzdem meine Muskeln zu behalten. Und da fange ich quasi bei Step 1 an und das ist erstmal die Ernährung umzustellen oder sich erstmal basisch zu ernähren, um dann im nächsten Schritt in die Diät zu gehen. Also könnt ihr euch vorstellen, was die nächsten Wochen mittwochs auf euch zukommen wird. Guckt gerne bei meinen Social Media Webseiten vorbei, um nichts mehr zu verpassen, Instagram, Snapchat, Facebook. Ansonsten sehen wir uns am Samstag wieder mit einem Vlog und auch da wird es ein bisschen um basische Ernährung gehen, denn ich habe mich mal dabei abgefilmt, wie ich das Ganze durchführe. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin raus. Ciao.